Dann sage ich 3, 2, Ball. Oh, ja, ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG. Meine Damen und Herren, wir sind mal wieder auf der deutschen Autobahn unterwegs, denn wir haben neue Autos. Unter anderem diesen traumhaften McLaren Senna. Und unsere Aufgabe ist es am heutigen Tag herauszufinden, welches Auto auf der deutschen Autobahn am schnellsten fährt. Das bedeutet, wir haben ordentlich Strecke nach vorne. Und dann würde ich doch mal sagen, 3, 2, 1, go! Oh ja, der geht auf jeden Fall gut ab. Ich weiß gar nicht, was seine Zeit ist von 0 auf 100. Viel kann es auf jeden Fall nicht sein. Alter Schwede, 270, 300 wird er auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, der switcht auch nochmal den Gang. Oder hier ist Ende Gelände bei 300. Nee, er hat nochmal den Gang geswitcht. 320, 322, da geht aber noch was. Ja, obwohl 324 scheint vorbei zu sein. Ich baller nochmal weiter. 226, 27, 28, 330. Wichtig ist, das Lenkrad gut stillhalten. Na, jetzt geht es hier, glaube ich, ein bisschen bergauf. Naja, wir verlieren ein bisschen Geschwindigkeit. Das Geile ist auch beim McLaren Senna. Ich denke, die Höchstgeschwindigkeit mit 328 war es, glaube ich. Oder waren es sogar 330? Unser offizieller Schiedsrichter hat natürlich hier alles im Blick. Ich werde jetzt mal bremsen. Oh, nee, 330 maximal. Wenn man, nee, 31, 32, 4. Ah, da gab es hier eine leichte Kurve. Okay, ich denke, wir haben die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Und guckt euch mal den Heckspoiler an. Wir bremsen jetzt komplett runter. Zack. Und er geht sofort nach oben. Das sieht so heftig aus. Zack. Und dann ist er wieder runtergegangen. Und wenn man wieder beschleunigt, zack, stellt er sich ein bisschen um. Dann nochmal weiter. Und ich glaube, das ist seine finale Position. Das ist so sick. Und jetzt bremsen. Einfach nur heftig. Also McLaren Senna, absolut geiles Auto. Ich wollte gerade sagen, Traumauto. Aber darüber haben wir in der letzten Folge schon geredet. Ja, da hätte ich zu viel Angst, was kaputt zu machen. Ich würde gern einmal damit fahren, ja. Aber selber besitzen, glaube ich, nee. So, wir haben aber noch weitere geile Autos. Wollen wir direkt bei McLaren bleiben? Und zwar hier McLaren P1. Okay, hier ist Stock Orange. Das ist, glaube ich, erstmal die ungetunte Version. Und ab. Oh ja, lecker Schmecker. Scheint ein Hybrid zu sein. Oh, warte, was ist das hier? Ah, Hybrid? Habe ich jetzt einfach mal eingeschaltet. Keine Ahnung, was das bei hohen Geschwindigkeiten bringt. Boah, geht aber auch ab. Der ist ein Temporäuber. 340, Junge, was? 360? Das hätte ich nicht gedacht, dass der krasser abgeht als der Senna. Weil das sind ja beides ungetunte Varianten. Oh, der hat nochmal hochgeschaltet. Junge, er schaltet bei 370 nochmal hoch. Na, jetzt verlieren wir, glaube ich, ein bisschen Geschwindigkeit hier. Weil es bergauf geht. Und jetzt nochmal ein bisschen bergab. Ah, krass, warum hat er so viel Geschwindigkeit? Ist es echt bergauf und bergab? Wir warten nochmal ab. Interessant. Das hat aber nichts mit dem Hybridsystem zu tun, oder? Aber hier geht es doch nicht mehr bergab. Hm? Ich verstehe das nicht ganz. Weil wir verlieren nur Geschwindigkeit. Kann ich hier nochmal irgendwie was anmachen? Nee. Das kann mir das jemand erklären? Wir bremsen jetzt mal gucken, ob der Heckspoiler auch sich bewegt. Ja, Alter, wie schnell die auch runterbremsen. Zack. Notbremsung erfolgreich. Innen ist natürlich alles gefühlt Carbon. Also hier das Innendesign fühle ich jetzt nicht so krass. Aber dafür sieht er auch von außen derbe cool aus. Ja, McLaren baut schon schöne Autos. Aber ich habe mal gehört, dass die nicht so gut verarbeitet sein sollen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich saß noch nie in einem. So, Ferrari FXX. Nehmen wir den normalen. Savage Low. Ich mache einfach mal Street-Tuned mit 600 PS. Muss ich zugeben, klingt jetzt gar nicht so heftig. Ich weiß nicht, ob er jetzt so krass abgehen wird. Ja, es struggelt hier. Interessant. What? Also vielleicht sollten wir hier... Obwohl, wir haben jetzt bis dato auch die anderen nicht so krass getuned genommen. Ich finde es auch, man verliert total schnell den Bezug zu Geschwindigkeiten. Auf der Autobahn 247 zu fahren, ist, glaube ich, schon geisteskrank schnell, oder nicht? Aber jetzt denkt man sich so, ja gut, schafft nur 250. Ja, komm, den ballern wir mal in die Leitplanke. Und hopp. Zack. Ich würde mal sagen, 500.000 weg. Der ist doch bestimmt derbe teuer. Und dann machen wir weiter mit dem Pagani Zonda. Oh, wollen wir den mal als... Komm, wir nehmen mal hier die getunte Variante mit Topspeed.
Das wird mich interessieren. 3, 2, 1, go! Weil wenn das schon als Variante mit einem Ohr krassen Topspeed angekündigt wird, dann muss der ja auch sick sein. Also, wir haben jetzt die 300. Und es klettert echt noch gut. 350. Ich muss mich kurz ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir hier nicht wegschallern. Oh, erstes Auto für die 400. Ich drücke auch komplett durch. Oh, Alter. 400 geknackt. Oh, ich habe Angst, hier in der Leitplanke zu landen. Alter, 420. Soll ich gleich nochmal den McLaren Senna? Obwohl, der hatte gar nicht... Der P1. Der hatte, Alter, 430 km/h. Ich weiß nicht, ob wir gerade schneller sind als jeder ICE. Also auch als jeder ICE jemals gefahren ist. Aber mit der Geschwindigkeit kann doch ein Flugzeug abheben. Irgendwas hat mir letztes, glaube ich, schon mal gesagt. Liebe Piloten da draußen, 440 km/h. Kann ich damit mit der Boeing abheben oder was? Ja, er ist auch am Limit. 440 ist sein Limit. Ja. Ah, 441. Uff. Hätten wir beinahe die Leitplanke geküsst. Jetzt. Ah, wir wobbeln, wir wobbeln. Kleiner Unfall. Alles gut. Alles easy. Oh. Ja, hält sich gut. Ja. Alles perfekt. Und Stillstand. Und wir brennen. Ja, schade. Oh, guck mal, wie die hier, das glüht hier. Krank. Okay, jetzt will ich auch den nochmal. Hat der auch eine Topspeed-Variante? Topspeed? Okay, let's go. Ich mach mal auch die Hybrid an. Ist da vielleicht irgendwann dann die Batterie alle? Oh! Okay, kleiner Fail. Ich mach mal später Hybrid an, weil irgendwie war das ein bisschen zu heftig. So, warte, alles gut. So, ich mach jetzt mal an. Oh, na, ich darf nicht durchdrücken. Krass. Also, ich habe das Gaspedal versucht, eben einmal komplett durchzudrücken. Jetzt vielleicht. Oh! Krass. Ey, wir müssen so behutsam mit dem Ding Gas geben, sonst geht er weg. Okay, nochmal ein Try. Hybridsystem mit an. Ich drücke jetzt wirklich nur so 50% durch. Vielleicht gibt es irgendwann eine Geschwindigkeit, wo das nicht so problematisch ist. Okay, jetzt sind es 70%. 80. Ich drücke immer noch nicht komplett durch. Jetzt. Oh! Alter! Ey, das ist so gefährlich. Oh! Ihr habt wieder gesehen. Ihr merkt immer, wenn ich durchdrücke. Ah! Aber ich komme sonst auch nicht auf mehr Geschwindigkeit. Junge. Dann lass mal den Senna testen. Also der hier ist zu krank. Senna, hast du einen Topspeed? Nee, Carbon. Nee, es gibt halt dieses GTR. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, GTR ist nicht auf... Das ist, glaube ich, mehr so Racing. Ich kann es mal probieren. So, ab dafür. Ich glaube, der ist halt mehr für so Racetrack. Fährt sich auf jeden Fall mehr als stabil. Ja. Nee, aber hier ist, glaube ich, dann... Schluss. Ich glaube, er wird auch nicht nochmal hochschalten. Es bringt übrigens auch nichts, hier in den anderen Race-Mode zu schalten. Also, ja, 329. Komm, ab in die Leitplanke. Zack. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den Wagen wirklich gibt. Ah, doch, kann ich mir schon vorstellen. Der ist dann aber auch nur für die Rennstrecke zugelassen. So, probieren wir den Pagani Utopia mit dem Launch-Spec. Genau, mit dem sind wir auch letztens über die XXL-Sprungschanze gefahren. Also der hat schon, der hat Power. Aber warum, Junge, warum leuchtest du so? Boah, diese, immer wenn das Ding schaltet. Und ich, so hört er sich ja auch im Real Life an. So dieses 340. Oh, jetzt wird er aber schon ein bisschen unruhig. Man sieht das, glaube ich, auch ein bisschen manchmal am Lenkrad. Aber er gönnt, oh ja, er gönnt sich 360. Na, oh, ich glaube, die 370 schafft er auch. Oh, was war das gerade? Interessant, aber das war kein Shift. Oh, ganz langsam wieder weg von der Leitplanke. Und jetzt gleich wieder im 370er-Bereich. Nee, irgendwas passiert da immer. So, mal runterbremsen. Oh ja, da gehen auch so zwei Flaps. Hoch. Ja, aber ich würde sagen, der brauchte länger, um zu bremsen. So, von dem gibt es doch auch hier was Krasses.
Utopia. Aber der mit der Engine, das ist, glaube ich, zu krass, oder? Wir machen mal Just for Fun, was wir mit dem erreichen. Ja, das wird halt schwierig. Also wir fahren hier gerade schon 400. Jetzt nochmal 500. Alter, krass. Oh, 550. Nochmal 650. Oh, aua. Alter, 605, das war heftig. Aber man musste, was fliegt da gerade im Himmel? Irgendwas kam da links auch noch runter. Man musste sich immer konzentrieren, weil es ist halt nicht straight up gerade, sondern es geht manchmal auch so um leichte Kurven. Und einmal bremsen. Ja, okay, ich glaube, unser Motor ist auch weggeflogen. Okay, ein Try nochmal. Ich weiß auch nicht, was man da besser macht. Also klar, am Anfang kann man gut Gas... oder einfach ballern. Oh Gott, als ob! Junge! Der hebt einfach ab. Habt ihr das gesehen, Junge? Der wollte einfach abheben. Ja, okay, der ist zu heftig. Ferrari SF90 Stradale. Oder GT1 Hybrid? Lass mal GT1 Hybrid einmal als erstes nehmen. So, wir probieren ihn einfach mal aus. Dieser gigantische Heckspoiler. Ja. Schaltest du noch mal, Brudi? Ja, er hat noch einmal geschaltet. Aber hat hier auch nur die 330. Also ich dachte, der geht definitiv besser ab. Oh, guck mal, der Motor. Kopfdichtung beschädigt. Ja, der wird zu heiß. Unten links sehen wir das. Der ist schon orange. Wir haben auch Leistung verloren. Ja, wir fahren doch nur noch 280. Wir haben definitiv... Ja. Motor ist exploded. Motor ist defekt. Krass. Kleine Bremsung. Die Bremsen funktionieren immerhin. Ja. Astreiner. Motorschaden. Dann nehmen wir den mal als Stradale. Hat 1000 Horsepower. Ab dafür. Ja, startet schon mal gut. Das ist alles sehr lecker. Ja, aber auch obenrum hat er auch die Probleme. Aber der hat 1000 PS. Und der fährt nur 330. Ich glaube, ich werde niemals in meinem Leben 330 km/h fahren. Also da müsste ich wahrscheinlich schon nochmal auf die Rennstrecke. Und selbst das wird mich gar nicht so sehr flashen. Junge, geht irgendwas, Reifen platzt. Und dann ist aber auch gehörig GG. Oh, der wackelt sogar leicht. Oh ja, guck mal. Auch er hat Probleme mit dem Motor. Oh, was ist denn jetzt los? Wir spucken Feuer. Alles gut. Kein Problem. Ja, es ist ein Turboantrieb. Ja, ich glaube, wir sollten das Auto langsam abstellen. Oder vielleicht durch den Wind. Durch den Wind löschen wir praktisch das Feuer. Ja, ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist. Ich setze ihn einfach in die Mauer. Ja, perfekt. Aua. Lamborghini Huracan. Hatten wir den schon mal getestet? Ich weiß das gar nicht mehr. Top Speed 380 Miles per Hour. Okay, Brudi, beweise es uns. Es könnte sein, dass... warte, ich glaube, den sind wir sogar einmal gefahren. Ja, ich glaube, ich kann mich an den erinnern. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nur über die XXL-Sprungschanze. Oh ja, aber Alter, weil der geht ab. Junge, was geht denn bei ihm? Was geht denn bei ihm? 500 km/h! Junge, was? 560! 570! Wären das 600? 600! Über 600 km/h! Alter! Ja, okay. Und er verabschiedet sich. Heftig. Ohne Witz, ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas, dass er dann bei 600 km/h, du verlierst die Kontrolle und er fliegt einfach so durch die Gegend. Das kann man, glaube ich, auch nicht überleben. Also, dann bist du einfach Matsch. So hat sich das angehört, weil bist du die ganze Zeit rumgedreht. Leute, ich würde sagen, wir haben aber am heutigen Tag hier einen Gewinner. Und zwar der Lamborghini Huracan. Ich muss zugeben, ich gucke noch mal ganz kurz. Nee, in dem anderen Video haben wir ihn... Da hatte ich den noch nicht. Nee, das war, welches Auto fährt am schnellsten über die Autobahn? Da hat der Devil 16. Krass! Mit 556 gewonnen. Da war der krasser. Da geht der hier mehr ab. Gratulation an den Lamborghini Huracan. Leute, das war's mit einer kleinen Folge von BeamNG. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Wie immer, folgt gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr noch einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Evil, vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.